Salve des Spectatores, willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Werkzeugschuppen. Wie ihr im Videotitel lesen könnt, geht es heute mal wieder um Lackieren. Mit diesem schönen Prachtstück hier. Hab das ewig nicht benutzt, hab den nur damals gekauft, fast nie benutzt, Geld war eigentlich für den Arsch, aber gut. Heute, also ich habe damals das Video damit gedreht, er war Hauptbestandteil in dem Video, kann man Wohnwände mit dem Kompressor lackieren bzw. mit der Lackierpistole. Das ist bei euch super angekommen und ebenfalls das Video, als ich den Grillkamin damals gestrichen habe. Und diese beiden Videos wollte ich jetzt mal miteinander verbinden. Aber habe ich mir die Frage gestellt, kann man mit einer Lackierpistole Fassadenfarbe lackieren bzw. auftragen? Ob das geht, wie das geht, seht ihr in diesem Video. Ich wünsche viel Spaß. Lasst mir gerne ein Like da, Abo da lassen, folgt mir auf Instagram und Twitter. Und nun viel Spaß. In diesem Video wird übrigens etwas anders sein als in den anderen Videos zuvor, die ich in den letzten zwei Jahren gedreht habe. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was in diesem Video anders ist als in den anderen Videos. Nun aber wirklich viel Spaß. Hier sehen wir dann meinen Kompressor. Ich habe hier einen SPN 910-2-100D mit 5,5 PS, 4,0 kW. Da kommt der Schlauch raus. Hier seht ihr mein anderes Projekt, was ihr bald auf meinem Kanal sehen werdet. Mein Werkzeugschrank. Ich werde jetzt diesen Trockenschlauch hier irgendwie nach draußen fummeln und dann kommt er draußen raus und dann werde ich ihn über die Terrasse verlegen. Leider braucht das Ding Kraftstrom. Oder auch Dreiphasenstrom oder Starkstrom oder 380 Volt. Oder sind das mittlerweile 400 ist glaube ich sogar schon. Falls noch jemand ein bisschen Schnaps braucht, ich habe davon noch genug. Siehe eBay, liegen in der Videobeschreibung. Der schönste Teil am Lackieren, das Abkleben. Ich habe hier übrigens Gaffertape benutzt, weil der Kreppklebeband würde auf den Betonplatten nicht halten. Darum nehme ich das arschteure Klebeband von 3M. Hier seht ihr die Farbe, die ich verwenden werde. Premium Fassadenfarbe vom Farbenprofi mit Langzeitschutz. Die Farbe habe ich nicht gesponsert bekommen, die habe ich selber bezahlt. 4 Sterne hat die. Das, was hier drauf steht, habe ich nicht. Aber es steht drauf, ich kann die spritzen. Ich dachte, das geht gar nicht. Aber gut. Hier steht nochmal, rollen, streichen, spritzen, nicht unter 5 Grad verarbeiten. Durchgetrocknet nach 3 Tagen, Vorbereitung, tragfähig, sauber, hätte ich gemacht. Gebrauchsfertigung muss nur gut verrührt werden. Zusammenhängende Flächen, gleichmäßigen Kreuzgang, ja. Hier steht aber nicht bei, wie ich die verdünnen muss. Also ich mache das einfach mal. Reinigung mit Wasser und Seife, also mit Wasser verdünnbar ist sie gut. Das wollte ich wissen. So, wir rühren jetzt die Farbe um. So, die Farbe muss verdünnt werden. Ich mache das einfach mal so. Mit diesem wunderschönen Holzlöffel. Ziemlich fest die Farbe, ist Fassadenfarbe. Und ich kippe jetzt einfach nach Gefühlen Wasser rein. So viel wollte ich gar nicht.
Mit dieser Lackierpistole will ich den Lackiervorgang machen. Das ist meine Einhell-Fließbecher-Spritzpistole. Das ist die Einhell-Lackierpistole Profi Plus, heißt sie, glaube ich, zumindest Profi. Die hat drei Verstellmöglichkeiten: einmal Luftzufuhr, Strahldicke und dann hier Fließmenge des Lacks. Das ist die Pistole, die ich eigentlich immer benutze, bloß in dem Video nicht, in dem ich den grünen Schrank da baue. Das hier ist ein Filter, den habe ich mir jetzt gestern 40 Stück von neu gekauft. Als Einhell-Original-Ersatzteil kostet einfach, glaube ich, ein so Filter, glaube ich, 2 Euro plus Versand. Und ich habe für 40 Stück 9,99 Euro inklusive Versand bezahlt. Und das ist ein Einhaltsteil, also bei jeder Firma, ob das nun SATA ist, ob das nun GoPro ist oder sonst irgendwie was, oder GoTech heißt das, glaube ich, die Filter sind alle die gleichen. Hier ist jetzt meine wohl durchrührte Farbe, da habe ich, glaube ich, 3 Minuten noch rumgerührt. Man sieht, die ist dünner. Ich fülle die jetzt in meine Lackierpistole. Ich fange jetzt hier oben an. Ob das wird, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr das auf der Kamera sehen könnt, aber ich sehe das im Realen ganz gut. Hier habe ich gerade lackiert, hier noch nicht. Obwohl die Farbe verdünnt ist, deckt die Farbe. Sieht besser aus, als ich das gedacht habe, muss ich wirklich sagen. Hier ist natürlich eine Schublade am extremsten. So, Reinigung der Lackierpistole. Ich habe die auseinandergebaut, alle Teile auseinander. Ich kippe einfach ganz normal das Wasser rein, mit dem ich auch die Farbe verdünnt habe. Auch wenn ihr eine Gießkanne sieht, das ist frisches Leitungswasser. Und da schwimmt der kleine Filter. Hier seht ihr jetzt meine Lackierpistole, die ich gestern nur für euch gerade im Video zum Lackieren benutzt habe. Ich hatte jetzt über Nacht da in dem Wasser einweichen lassen. Ich hätte es auch noch ein paar Stunden rausholen können oder generell gleich rausholen können. Bloß da hatte ich gestern Abend keine Lust mehr zu. So, das ist einmal hier der Fließbecher. Ich will euch jetzt mal zeigen, wie ich das reinige. Der Deckel des Fließbechers. Der kleine Filter noch, habe ich keine neuen. Ich habe die früher immer, auch wenn ich hier Hamarit oder Metallfarbe gespritzt habe. Das natürlich, die Farbe bleibt natürlich immer im Ding ins Kirchen, im Filter stecken. Habe ich immer mit Bremsenreiniger ausgewischt. Hätte ich auch in Nitroverdünnung schmeißen können. Aber es ist natürlich billiger, wenn ich hier 40 von den Filtern für 10 Euro bekomme. Dafür kann ich nicht mal die Nitroverdünnung oder den Bremsenreiniger bezahlen, die ich dafür benutze, um den sauber zu machen. Ich dachte immer, ich dachte, das kann man nur original von Einhell kaufen, kostet dann 2-3 Euro das Stück. Dann habe ich das doch immer lieber mit Bremsenreiniger sauber gemacht, aber nun habe ich mich dazu durchgerungen, mir 40 neue Filter zu kaufen. So, dann haben wir den Sprühkopf selbst.
Und das werden so angesifft. Warum jetzt hier am Sprühtorkopf die Farbe nicht so leicht abgeht, weiß ich nicht. Ich nehme jetzt hier einfach meine Action Drahtbürste, also von Action, jetzt glaube ich 1 Euro gekostet, also 99 Cent. So, bevor ich euch jetzt das fertige Ergebnis zeige von meinem Grillkamin, möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben, Verbesserungsvorschläge, wenn es denn nett sind. Ich meine, ich bin kein gelernter Lackierer. Ich habe das mir jetzt auch alles nur beigebracht. Alles im Internet halt mal gelesen. Und dann halt probiert. So, gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mir gerne was von meiner Amazon-Wunschliste schenken. Ja, gerne bei Instagram und Twitter folgen, @romansgarageyd. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wie gesagt, wie im Intro bereits erwähnt, ist es eine Mischung aus meinen beiden beliebtesten Videos von meinem Kanal, also handwerklich gesehen. Wie man mit einer Lackierpistole Länder lackiert, ist unglaublich gut bei euch angekommen, so im Nachhinein. Habe ich auch immer wieder nette Kommentare zu bekommen. Ja. Und halt das Video, als ich damals den Kamin gestrichen habe, letztes oder vor 1,5 Jahren ungefähr. Habt ihr auch unglaublich gerne gesehen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, warum dieses Video so erfolgreich ist. Ich meine, da habe ich nur mit einer Farbwolze den Kamin gestrichen. Nichts Besonderes, aber es hat gefallen und darüber freue ich mich sehr. Und wirklich tschüss. Kennt ihr die Truhe noch? Könnt ihr mir mal kommentieren, ob ihr diese Truhe noch wiedererkannt habt. Hier muss ich noch einmal drüber lackieren oder streichen. Aber dafür, dass es so schmutzig war, die Farbe doch gut gedeckt. Aber sieht eh keiner, weil da nachher noch eine Schublade reinkommt.